Herzlich willkommen, ich bin der Onkel Poppy und wir spielen Minecraft. Schön, dass du wieder da bist und deinen Weg zu meinem Kanal gefunden hast, zu diesem Video. Freue ich mich drüber, denn wir wollen hier heute wieder einmal den euren Schweinestall weiterbauen. Und da toben wir jetzt auch gleich mal hin auf dem Wege. Ich habe offline hier, was heißt hier offline? Ich habe hier offscreen so ein bisschen, bin ich ihm durch die Tür gelaufen? Läuft. Offline, offscreen bin ich so ein bisschen am Farmen gewesen, habe so ein bisschen Ton. Achso, ich muss da noch Dinges. Ach nee, Stufen habe ich schon gemacht. Wo bist du? Wo bist du? Da hinten. Da war er doch immer irgendwo gewesen. Wo kommen die ganzen Viecher her? Hallo? Es ist mitten am Tag. Was geht denn hier schief? Okay. Naja, macht nichts. Auf jeden Fall habe ich offscreen ein bisschen Material gefarmt. In den Öfen ist noch eine ganze, 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 also noch eine ganze Menge Ton, wo der noch brennt. Und ja, ich. Lol. Braune, hä? Ein braunes Schaf? Wo kommen die ganzen Viecher her, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Naja, macht nichts. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass du wieder da bist, eingeschalten hast. Bäh. Muss ich ja mal so ganz ehrlich sagen. Mach mal so. Bleibt uns nichts anderes übrig. Und ja, wir bauen jetzt erstmal zumindest am Dach hier weiter, dass wir es ein bisschen trocken haben. Dann müssen wir noch eine Beleuchtung einbringen. So dass es da unten dann auch hell wird, dass hier nicht, wie auch des Öfteren schon, da sollen Schweine rein und keine Schafe. Hau ab. Nicht so wie des Öfteren, dass hier schon Skelette und Co. hier unten gespawnt sind und so weiter. Das ist ein bisschen nervig zur Zeit. Genau, so wie er hier, ne? Wo ist er? Da ist er. Na, du altes blödes Baby-Ding. Habe ich hier nicht immer noch einen Bogen? Ja. Da kommt die hoch. Ich lauf mal weg. Bist zu klein. Oh, ist auch runterfällt. Da guckt der Kackbolzen schon so weit raus, ey. Lol. Ja, Und sonst geht's ja noch ganz danke, ja? Nein, also wie es schon so oft gewesen ist, jetzt ist hier einfach spawnt hier irgend so ein olle Scheißvieh und das ist so ein bisschen nervig. Scheiße, jetzt habe ich. Doch, haben wir hier noch. Nee! Nicht runterfallen, bitte. Bitte, 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 bitte. Weil ich habe gedacht, das machen wir, füllen wir dann hier so aus. Das sieht bestimmt auch ganz cool aus. Ich mache das erstmal und zur Not wird es halt nochmal geändert. Mal gucken. Huch! Nee, bitte, 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 bitte. Gut. Oh, ey, das darf doch echt nicht wahr sein. Ja, du fällst runter. Ja, auf jeden Fall. Zurzeit inhaliere ich gerade das Nasenspray. Deswegen bitte nicht wundern. Hier ist gerade eine Fliege lang geflogen. Lol. Eigentlich ist ja noch Winter, ne? Und dann fliegen hier schon die Viecher durch die Gegend. Auch nicht schön. Oh. Wieder runtergefallen. Du Opfer. So, weg ist er. Diese Baby-Zombies, die sind echt nervig. Das muss man mal so ganz klar sagen. Klipp und klar. So, da kommt dann irgendwann mal so ein Hive-Slap hin von den Dingern. Ich hoffe, die kann ich erstellen damit. Sonst haben wir hier eine zugige Angelegenheit. Zügig nicht, aber zugig auf jeden Fall. Na, wollen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen hier. Auf jeden Fall wollen wir den Tierchen hier einen kleinen Gefallen tun, dass die es auch schick haben. Das kann es nicht sein, ne? Mann, konzentrier dich hier. Unglaublich. So, jetzt aber.
weiß es natürlich nur nicht. Wie hoch baue ich denn? Die Frage ist, wie hoch sollte ich bauen? Wie hoch sollte ich bauen? Das ist die große Frage. Wie hoch würdest du denn bauen? Schreib das doch bitte mal ins Kommentar. Wie hoch würdest du das Dach bauen? Also ich glaube, ich schlage vor, ich nehme das an als höchsten Punkt. Und von da an baue ich wieder abwärts. Das mache ich auch. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum herum. Dann haben wir nämlich hier schön so ein rotes Dach. Gut, pass auf, dann gehen wir rein. Es wird nämlich dunkel. Und dann kann ich auf dem Wege Half-Slabs bauen. Ziegel nachfassen. Dann können wir nochmal gucken unten. Da hat sich auch einiges geändert. Was heißt einiges? Da hat sich was geändert. Was da genau passiert ist, weiß ich nicht. Der Halo, soweit ich mitgekriegt habe, hat hier zugebaut. Warum auch immer. Ich lasse mich überraschen. Also er meinte, er hätte irgendeine Überraschung für mich. Hat er auch in den Kommentaren reingeschrieben. Ich sollte es erwähnen. Habe ich jetzt getan. Welche Überraschung das ist, werden wir sehen. Scheiße, und ich habe es genau gewusst. Ich kann da keine Halfsets bauen. Kaka ist das. Kaka. Nee, das sagt er, sollte ich bloß erwähnen, dass es da was Tolles gibt. Und mal schauen. Scheiße, hier gibt es keine Half-Slabs. Tja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dann doppelten Ziegel hinzusetzen. Ganz einfache Kiste. Dann machen wir das so. Ändern wir den Plan einfach mal ab. Na, ich warte erstmal. Nee, dann ändern wir den Plan einfach mal ab. So, da haben wir das, da haben wir das. Ey. Blödeling. Ja, in der Hölle im Nether war ich auch zwischendurch mal gewesen und habe da auch nochmal gefarmt. Hab meine Hähnchen hier so ein bisschen abgeschlachtet. War jetzt nicht böse den Viechern gegenüber gemeint, aber es waren einfach zu viele gewesen. Die Eier haben sich schon gestapelt und dementsprechend musste ich da ein bisschen Platz schaffen im Hühnerstall. Und den Hühnerstall habe ich dann halt einfach... Achso. Habe ich dann halt einfach ein bisschen gelüftet, indem ich die Tierchen dann doch mal schlachten musste. Tut mir leid, aber tat Not. Das tat einfach mal Not. So. Ach hier, gucke, können wir komplett auflösen. Das ist ja cool. So, dann haben wir nämlich wieder so ein bisschen Vorrat. Dann gehen wir eine Runde pennen und wenn wir dann wieder aufgestanden sind, am nächsten Morgen geht dann die Tour weiter. Wir bauen das Haus bzw. den Schweinestall hoffentlich jetzt heute mit dem Dach zumindest fertig. Und dann können wir uns an das Licht, an den Ausbau machen, damit dann da drin, wie gesagt, die unangenehmen Freunde der Nachbarschaft eben halt nicht mehr spawnen können. Und dementsprechend dann auch die Tierchen nicht angreifen. Das ist ja, glaube ich, hier das Wichtigste, dass man das eben, so wie diesen Spaß da drüben, dass man den eben hier los wird, dass die einem nicht auf den Sack gehen. Hau ab, du Knallkopf. Dich braucht keiner. Kannst auswandern. Alter, wo kommen die denn alle her? Ich habe das Gefühl, also ich habe den Server weder geupdatet noch sonst irgendwas. Aber ich habe das Gefühl, es sind deutlich mehr Creeper geworden. Habe ich irgendwas verpasst? Ging irgendwas an mir vorbei oder so? Höp, so. Warte mal. Hier war das, ne? Genau. So, dann kriegst du da einen zweiten Slap hin. Und dann machen wir das hier auch. Und dann haben wir nämlich... Oh, bin ich mal noch runtergefallen.
Dann haben wir das Dach da nämlich auch zu. Dann kann es da nämlich auch nicht mehr drin ziehen, vor allem, ne? Nicht, dass die Tiere sich noch erkälten, so wie ich es auch habe. Ey, das ist so mies. So ein scheiß Schnuppen braucht kein Mensch. Also wer Schnuppen erfunden hat, der müsste gehauen werden, ehrlich. Die ganze Zeit ging es mir gut. Ich habe alle überlebt. Freunde, Bekannte, Verwandte und dann kriege ich die Rotze selber, ey. Kein Geschenk. Also wenn sie einer haben will, meine Erkältung, der kann sich melden, schicke ich ihm hin per Post. Ohne Rückschein ist abzugeben, ne? Erkältung, Rotze, abzugeben. Kannst nichts mehr machen ohne Taschentuch. Mir blutet mittlerweile schon die Nase beim Naseputzen. Kennst du das? Wenn du so oft Nase putzen musst, dass dir schon die Nase blutet? Also manchmal habe ich das. Ich weiß, ist ein bisschen blöd. Scheiße. Ist ein bisschen blöd, so ein Thema anzusprechen, weil das ist ja irgendwo so ein bisschen ekelig, aber es gehört nun mal halt zu Menschen dazu. Dieses Erkälten, Kranksein. Normalerweise hast du hier so an dieser Stelle alles so ein bisschen wund, dass du die Nase oder auch hier an den Nasenlöchern selber und so, dass das so ein bisschen wund ist von den Taschen. Das habe ich diesmal gar nicht. Diesmal bin ich wirklich ja der Gearschte, was eben die Schleimhäute betrifft, bin ich da so ein bisschen der Gearschte. Das habe ich wirklich sonst noch nie gehabt. So, jetzt habe ich gesagt, bis hier nehmen wir an und dann gehen wir erstmal runter. Das gucken wir uns unten von unten erstmal an. Und da, jawohl. Und dann schauen wir mal, das ist schon fast die Hälfte, ne? Das sieht zumindest schon mal so aus. Ich habe mir auch überlegt, ich werde, glaube ich, den Baumstamm, diesen Stützbalken, den werde ich, glaube ich, durchziehen, dass du den von außen siehst. Den lasse ich, glaube ich, auch eine Runde vorgucken oder so. Ich habe mir auch überlegt, ich werde den Eingang hier nochmal verbreitern. Das heißt, ich werde das Holz hier hinsetzen. Hi, du olle Schaf. Na, wie kommt das hier eigentlich rein? Ist hier ein Loch drin? Okay. Ja, da guckst du, wa? Olle Pflaume. Hier, schnipp, schnapp, ist er ab. Und jetzt kommst du. Bist du nackig? Haha. So einfach ist das. Hättest du dir mal was richtiges Gescheites zum Anziehen gekauft? Ein Pelz oder so? Jetzt kommst du. Mäh. Ach so. Die Beschilderung von Halo. Ich habe mit Halo mal gesprochen. Der hat mich zärtlichst angeflötet. Schöne Grüße in diesem Fall. Dass es doch unsere Projekttafel sein muss. Aufgrund dessen, weil ich ja manchmal so ideenlos gewesen bin. Was baue ich denn heute? Was mache ich denn so? Und da hat er gesagt, da mache ich doch mal so eine olle Projektwand. Und mit dieser Projektwand hast du dann was anzufangen, gefälligst, sagt er. Danke. Recht hast du natürlich, ganz klar. Und deswegen ist die Idee wirklich gar nicht so verkehrt. Wäre natürlich nur interessanter gewesen, auch für die lieben Zuschauer da draußen, ne? Also sowas wie du da draußen, dass man das dann vielleicht doch in einem Let's Play gebaut hätte. Um einfach die Erklärung zu haben, wo das Zeug herkommt. So, dann krabbeln wir hier einfach nochmal hoch. Aber das macht nichts. Merkt ja sonst keiner, ne? Flupp. Stört keiner. Stört keinen, merkt keiner. Die war schon vorher da. Die ist da einfach hingewachsen. Natürlich, genau, natürliches Wachstum ist das. Von glücklichen, freilaufenden Holzstämmen hier, Schwarzeiche. Passt ja auch mitten im Wald rein. Ist ja gar nicht so ungetarnt. Von daher läuft. So, ja, wir haben in der Firma, hatte ich ja schon erzählt, umgebaut. Und da war jetzt heute, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und da hatten wir jetzt Freitag, Samstag, hatten wir so die ersten paar Kunden schon im Laden gehabt. Die waren schwer begeistert von dem Umbau. Mein Körper allerdings auch. Ich war so fix und fertig gewesen.
dass ich die letzten Tage einfach nur noch gepennt habe. Es kommt der Ton nicht hinterher. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch alleine auf dem Server. Wieso kommt der Ton nicht hinterher? Okay. Es spukt. Von Geisterhand hier. Dann muss das halt mal so sein. Ich gucke die ganze Zeit so da unten drunter, unter die Kamera so. Hä? Plopp. Da ist nämlich das Bild von der Kamera, da sehe ich mich dann immer. Und ich habe immer das Gefühl, weil das zieht hier immer so lang, habe immer so das Gefühl, dass es, dass da einer hinter mir langläuft. Aber offensichtlich nicht. Oder ich habe es einfach verpasst. So, dann machen wir hier nochmal weiter. Ja, man könnte das jetzt einfach auch Verbindung disconnected. Zurück zum Hauptmenü. Wieso hat er mich rausgeschmissen? Tja, das ging ja ratzfatz. Dann hat mich wohl mein Server hier gerade gekickt. Macht mein Server. Dann muss ich nochmal schauen, warum das nicht funktioniert. Mein Internet ist aber da. Verfügbar. Bin ich hier gerade auf der Serveroberfläche. Warum auch immer der Server gerade weg ist. Ich kann... Oh, das ist ja schön. Ich kann auch den Server selber nicht erreichen. Dann hat wohl die liebe Firma Nitrado gerade ein kleines Problem. Aha. Aus welchen Gründen auch immer. Muss ich hier nur noch mal kurz alles klein machen. So, da geht's besser. Okay, lol. Zurückgesetzt. Reife Leistung, liebe Freunde, reife Leistung. Und für sowas bezahle ich. Aber Komfort ist halt Technik, die begeistert. Das erklärt wahrscheinlich auch den versetzten Sound wahrscheinlich. Weil jetzt passt es ja auch wieder. Jetzt setze ich was und ich habe auch den passenden Sound. Jawohl. Ja, keine Ahnung. Entweder lag es am Server oder an meinem Klienten von Minecraft hier. Ich habe keine Ahnung. Ja, noch nicht wollen wir hoch. Wir wollen erst die nächste Reihe hoch, bitte. Plopp. So, dann gleiche mal das auf dem Wege nämlich alles aus. So, zeig mal her, kriegen wir das hier irgendwie noch hin? Oh, ich habe kein... Die letzte Reihe ist das. Habe ich kein... Oh, yes. Na gut, dann machen wir das morgen. Also nicht morgen im Sinne von tatsächlich morgen, sprich Montag, sondern wir machen das, nachdem die Welt hier geschlafen hat. Denn es wird gleich wieder dunkel. Ja, sag ich doch. Ja, diese olle, rustikale Bauweise erfordert schon ein wenig Feingefühl, Geschick. Oh, es wird ratzfatz dunkel jetzt. Ja, lol. Ja, ist schon schwierig, so ein Dach zu bauen. Also das kann nicht jeder, ne? Da muss man für geboren sein auf jeden Fall. Man muss studiert haben, dass man das alles auch so drauf hat. Und sehr schwierig. Wie gesagt, kann nicht jeder sowas. Ist auch eine Kunst für sich, so ein Dach zu decken. Auf jeden Fall. Bäh. Oh, süß, so können wir das Dach auch heute schon fertig machen. Hoffe ich zumindest. Nein, so einen Schornstein wollten wir nicht machen. So, hoffentlich reicht das. Oh, der Dachdecker sieht schon nichts mehr. 4, 3, 2, 1, Alter. Ey, coole Nummer. So, Messieurs, der Dach ist drauf. Wie kommen wir jetzt runter? Hup. So, dann gehen wir noch eine Runde pofen und dann muss ich das hier noch so ein bisschen verändern. Aber ich glaube, dann werde ich das da oben nicht mit dem Diorit machen, sondern weil da ja zwischenzeitlich hier eben diese Steinziegel mit drin sind. Na, mal schauen.
So, müssen wir erstmal rein, bevor sie uns jetzt gleich wieder auffressen. Ich dachte, da fehlt ein Stück Rasen schon wieder. Huch. Hatte ich offscreen gehabt vorhin. Da ist mir so ein blödes Endermännchen über den Weg gelaufen und hatte gleich wieder so viel Scheiße in der Hand gehabt, dass ich gemerkt habe, da fehlt irgendwo ein Block Rasen. Aber ich weiß noch nicht wo. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Halt, ich wollte ja pennen. Erstmal pennen nach Gitar... Hallo? Okay. Ist hier irgendwas kaputt? Gut, läuft. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass mit den Redstone-Dingern das haut nicht so ganz richtig hin, wie es sein soll. Also wenn da einer eine Idee hat, dann immer her damit in die Kommentare rein, warum das manchmal funktioniert und manchmal auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht... Das sieht schon geil aus, das Dach irgendwo, ne? Muss man ja mal so sagen. Es schaut schon geil aus. Hat schon was. Ein bisschen was anderes. Mhm. Ja, der olle Bauernhof wächst und gedeiht. Also ich habe mir gedacht, ich werde hier ein bisschen die Verpflegungsrolle übernehmen. Damit dann auch die Kollegen, die hier drauf sind, der Thomas und der Halo zum Beispiel, damit die sich dann auch so ein bisschen bedienen können natürlich, ganz klar. Es ist also jetzt nicht nur für mich, sondern halt auch für die anderen mit. Die können sich dann hier eben halt auch Futter holen von mir, so dass die dann auch selber versorgt sind. Also Halo glaube ich nicht unbedingt, der hat genug. Aber der Thomas, der wird hin und wieder so ein bisschen Futter gebrauchen, gehe ich mal ganz stark von aus. Also der steckt ja quasi noch irgendwo in der Anfänge. So, ich habe jetzt die Birke mal komplett gekickt. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir da eben noch mit der helleren Holzfarbe noch ein bisschen was reißen können. Ja, der Thomas, den habe ich jetzt auch schon ein paar Tage nicht gesehen. Ich weiß nur, der hat irgendwie Fortbildung, Schulung oder sowas, keine Ahnung, der... Kann gut sein, dass der in der nächsten Zeit erstmal nicht regelmäßig mit dabei ist, beziehungsweise gar nicht dabei ist. So ab und zu habe ich ihn da zumindest mal auf dem Server gesehen, dass er was gebastelt hat. Hat man sich mal so ein bisschen gesprochen, der liebe Thomas. Schöne Grüße auch an dieser Stelle. Und ich hoffe, er kommt sehr schnell, sehr bald wieder. Na, dann machen wir zum Schluss hier. Komm mal her. So, dann wollen wir hier noch ein bisschen Platz schaffen. So, wollen wir mal gucken, wie das ausschaut. Da ist noch was, was da nicht mehr hingehört. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd hier. Aha, so können wir ein bisschen besser gucken. So, was haben wir hier noch, liebe Freunde der Nacht? Ja, da gehörst du natürlich nicht hin, sondern da. Ah, okay, alles klar. Dann muss da oben noch ein... okay. Habe ich natürlich keinen mehr mit. Jawohl, muss ich gleich nochmal rein was holen. Beziehungsweise ist hier dann auf dem Boden nichts mehr? Scheiße, schon alles despawned hier, wa? Nee, hier ist noch einer. Aber da muss dann auch noch einer hin. Okay, dann kann ich aber zumindest da drüben fertig machen und kann dann hier... später mein Gerüst bauen. So, dann gehen wir hier nochmal hin. Machen diese Seite auf jeden Fall mal fertig. Und dann schauen wir mal, wie es dann nachher ausschaut. So, dann haben wir da oben auch zu. Jo. Das wollte ich eh nochmal umbauen. Und dann können wir da oben... doch mal gucken. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Danke jemals erstmal fürs Zuschauen. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine gute Bewertung freuen. Ansonsten vergiss es, bewerten nicht, egal in welcher Form. Art und Weise, bitte bewerten auf jeden Fall.
Wenn du es noch nicht getan hast, lass ein Abo da, verpasst dir keine Folge von mir und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und genieß die Sonne oder den Regen, je nachdem, was du gerade für ein Wetter hast. Und heute Sonntag, ja, genieß den freien Tag, guck nachher noch ein bisschen Fußball. Mein Werder Bremen spielt heute Abend auch noch gegen den VfL Wolfsburg. Ich hoffe, dass Werder gewinnt, zu Hause in Bremen. Und dann kannst du noch besser werden. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder morgen in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin. Ciao.